Hallo, mein Name ist Yusuf. Ich erzähle euch heute meine Geschichte, die sich vor 5 Jahren an einem dunklen und regnerischen Abend in der U-Bahn abspielte. Ich war auf dem Weg nach Hause, als ich in die U-Bahn-Station einstieg. Der Bahnsteig war leer und die einzigen Geräusche, die ich hören konnte, waren das Klackern meiner Schuhe auf dem Boden und das leise Summen der Beleuchtung. Ich machte mich auf den Weg zum nächsten Wagen und fand einen Platz, wo ich mich hinsetzen konnte. Als ich mich setzte, spürte ich, wie sich etwas in der Luft veränderte. Eine schwere, düstere Atmosphäre erfüllte den Wagen, und ich begann mich unwohl zu fühlen. Ich schaute mich um und sah, dass ich allein war. Oder zumindest dachte ich das. Dann hörte ich ein Geräusch. Es war ein leises Schaben, das aus einer dunklen Ecke des Wagens zu kommen schien. Ich drehte meinen Kopf und sah einen Mann mit einem verrotteten Gesicht und ausgefallenen Augen. Seine Haut war blass und schien fast von den Knochen zu fallen. Der Mann stand da und starrte mich mit seinen leeren Augenhöhlen an. Ich konnte keinen Ton herausbringen, ich konnte nur sitzen und den Mann anstarren. Ich hatte das Gefühl, dass er etwas zu mir sagen wollte, aber ich konnte nicht verstehen, was es war. Dann begann er zu sprechen. "Du siehst mich", flüsterte er mit einer Stimme, die sich anhörte, als ob sie aus der Tiefe des Grabes kam. "Aber du verstehst nicht, wer ich bin oder was ich bin. Ich bin der Geist eines Mannes, der vor vielen Jahren in dieser U-Bahn ums Leben gekommen ist. Ich war auf dem Weg nach Hause, genau wie du, als etwas Schreckliches passierte. Ich war geschockt, als ich das hörte. Ich konnte es nicht glauben. Aber der Mann fuhr fort, ich wurde von einem Mann angegriffen, der mich ausrauben wollte. Er schlug mich brutal nieder und nahm alles, was ich hatte. Aber das war nicht genug für ihn. Er nahm auch mein Leben. Er ließ mich hier auf dem Bahnsteig zurück, um zu verbluten. Ich blieb hier und starb allein und vergessen. Ich konnte die Traurigkeit in seiner Stimme hören und ich spürte, dass ich ihm irgendwie helfen musste. "Was kann ich für dich tun?", fragte ich ihn. "Du kannst meinen Mörder finden", antwortete der Mann. "Er lebt noch und ich will, dass er für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber ich bin nicht stark genug, um ihn allein zu stellen. Du bist meine einzige Hoffnung." Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte, aber ich versprach ihm, dass ich mein Bestes tun würde, um seinen Mörder zu finden. Der Mann nickte mir zu und verschwand dann langsam in der Dunkelheit. Seit diesem Abend habe ich Nachforschungen angestellt, um den Mörder des Mannes zu finden. Es war keine leichte Aufgabe, aber ich gab nicht auf. Ich sprach mit den Mitarbeitern der U-Bahn und bat sie, mir Informationen zu geben, die sie möglicherweise hatten. Ich durchsuchte die Archive und sah mir die Überwachungsbilder an, die an jenem Abend aufgenommen worden waren. Es war schwierig, da es so lange her war und es keine klaren Aufnahmen gab, aber ich gab nicht auf. Ich forschte weiter und stieß schließlich auf einen Namen. Es war ein Mann namens Frank, der in der Gegend lebte und eine lange Vorstrafenliste hatte. Ich dachte, dass er möglicherweise der Mörder des Mannes in der U-Bahn war. Ich beschloss, ihn aufzusuchen, um mehr herauszufinden. Ich fand heraus, dass er in einer verfallenen Wohnung in der Nähe der U-Bahn-Station lebte.
Ich ging dorthin, um ihn zu treffen, und als ich die Wohnung betrat, traf mich fast der Gestank von Schimmel und Verwesung. Die Wohnung war dunkel und unheimlich, und ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass ich nicht allein war. Ich rief nach Frank und nach ein paar Minuten erschien er in der Tür. Er war groß und muskulös und sah sehr unheimlich aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier in Schwierigkeiten geraten könnte. Ich fragte ihn nach dem Mord in der U-Bahn und er bestritt alles. Aber ich konnte sehen, dass er nervös war. Ich begann, ihm Fragen zu stellen und drängte ihn immer weiter, bis er schließlich gestand. Er hatte den Mann in der U-Bahn angegriffen und ausgeraubt und ihn dann zurückgelassen, um zu sterben. Ich rief die Polizei und Frank wurde verhaftet und für seine Tat verurteilt. Der Geist des Mannes in der U-Bahn konnte nun endlich in Frieden ruhen. Aber seit jenem Abend spürte ich eine unheimliche Präsenz um mich herum. Ich hatte das Gefühl, dass der Geist des Mannes mir dankbar war, aber ich konnte ihn immer noch spüren. Ich wusste nicht, wie ich ihn loswerden sollte. Es ist jetzt 5 Jahre her, seit ich den Mann in der U-Bahn gesehen habe, aber ich spüre seine Präsenz immer noch um mich herum. Ich weiß nicht, ob ich jemals in der Lage sein werde, ihn loszuwerden, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Ich habe versucht, mit Psychologen und Geistlichen zu sprechen, um Hilfe zu bekommen, aber nichts scheint zu funktionieren. Der Geist des Mannes bleibt bei mir, und es scheint, als ob er mich nicht verlassen will. Ich habe immer noch Albträume über die Nacht, als ich den Mann in der U-Bahn sah, und ich frage mich oft, was passiert wäre, wenn ich nicht so hartnäckig gewesen wäre. Hätte der Mann dann für immer in der U-Bahn bleiben müssen, ohne jemals gefunden zu werden? Ich frage mich auch, was mit mir passieren wird, wenn ich sterbe. Wird der Geist des Mannes mich weiter verfolgen, oder werde ich endlich Frieden finden? Ich habe so viele Fragen, auf die ich keine Antworten habe. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, mit dem Geist zu leben, aber es ist immer noch beängstigend. Manchmal fühle ich mich, als ob ich beobachtet werde, oder ich höre seltsame Geräusche in meinem Haus. Ich weiß nicht, ob es der Geist des Mannes ist oder ob ich mir nur Dinge einbilde. Ich denke oft darüber nach, wie ich es schaffen kann, den Geist loszuwerden, aber ich habe bisher keinen Erfolg gehabt. Vielleicht muss ich einfach damit leben und hoffen, dass der Geist eines Tages Frieden findet und mich in Ruhe lässt. Diese Erfahrung hat mein Leben für immer verändert. Ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen und weiß, dass es Dinge gibt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Ich werde nie vergessen, was ich in der U-Bahn gesehen habe, und ich werde nie den Geist des Mannes vergessen, der mich seitdem verfolgt. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, aber ich weiß, dass ich nie wieder dieselbe sein werde. Ich habe gelernt, dass das Leben unvorhersehbar ist und dass es Dinge gibt, die wir nie verstehen werden. Manchmal denke ich darüber nach, ob ich jemals wieder in die U-Bahn steigen werde. Aber jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich unwohl. Ich glaube, ich werde nie wieder in der Lage sein, in eine U-Bahn zu steigen, ohne an diese schreckliche Nacht zu denken. Ich frage mich auch, was mit dem verrotteten Gesicht des Mannes passiert ist. War es eine Krankheit, oder war es etwas anderes? Ich denke oft darüber nach und frage mich, ob es ein Zeichen dafür war, dass er von etwas Bösem befallen war. Ich hoffe,
dass der Geist des Mannes endlich Frieden findet und dass ich irgendwann in der Lage sein werde, ihn loszuwerden. Aber bis dahin werde ich weiterhin mit ihm leben und hoffen, dass er mich in Ruhe lässt. Es ist seltsam zu denken, dass es in unserer Welt Dinge gibt, die wir nicht verstehen können. Aber ich denke, dass es wichtig ist, offen zu sein für das Unbekannte und bereit zu sein, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Ich hoffe, dass meine Geschichte dazu beitragen wird, dass andere Menschen vorsichtiger sind und aufmerksamer, wenn sie in der U-Bahn oder an anderen Orten unterwegs sind. Denn man weiß nie, was in unserer Welt lauert und was wir plötzlich sehen oder erleben können.